Hallo Freunde des wilden Ödlands und willkommen bei Fallout 3. So, ich stehe hier vor Riddle City. Ich glaube, wir wollten verkaufen, ne? Schon einige Tage nicht mehr aufgenommen. Ah, nee, ja doch, doch, doch. Einiges können wir hier ganz gut verkaufen. Weil ich, genau. Und ich müsste eigentlich auch gar nicht aufnehmen und ich muss mich erstmal ordnen, genau. Ja, war jetzt sehr verwirrt gerade eben. Nee, warum ich eigentlich aufnehme, ich möchte einfach mal testen, weil ich habe gerade eben meinem zweiten Bildschirm eine Wandhalterung spendiert. Und meinem Computer habe ich ein 750 Watt Netzteil spendiert. Und ich möchte einfach mal gucken, ob es eine Verbesserung vielleicht gibt. Also auf jeden Fall von der Lautstärke her. Ich glaube, der ist ein kleiner Tick leiser. Muss aber auch sagen, das alte Netzteil war ziemlich verstaubt. Vom Leistungsboost merke ich jetzt erstmal nichts. Willkommen bei Flag and Shrapnel. Obwohl, naja gut, ein bisschen. Sollte eigentlich auch kein... Ja, halt die Fresse, ich rede gerade. Wo ich sagen muss, dass ja auch ein direkter Leistungsboost durchs Netzteil nicht unbedingt bedingt ist, aber gut. Sie haben wohl beschlossen, sich den Laden anzusehen. Falls Sie etwas von diesen Sachen wollen, rufen Sie einfach nach mir. Ja, ja, ich, könnte ich denn bitte sehen? Sie müssen etwas töten, nicht wahr? Ja, muss ich. Es lässt sich oft nicht vermeiden. Du kriegst die 10 mm mit Schalldämpfer. Du kriegst, was kriegst du denn? Du kriegst auf jeden Fall, was kriegst du denn? Den Infiltrierer, der ist meiner, den gehört nur mir. Oh Gott. Die Kampflente, die eine. Minigun, die ist fast hinüberlos, weg damit. Nimmt nur Platz weg. Der Raketenwerfer ist eigentlich ganz nett. Und Splitterminen haben wir schon wieder viel zu viele. Da kriegst du 18 Stück. Und von den Splittergranaten nutzen wir auch nicht so oft. Zack, weg damit. Wir haben eh nicht so gut geskillt in, na, wisst ihr schon. Genau. Die behalte ich mal, die sind selten. Heckenschützengewehr, Impulsgranaten. Naja gut, vielleicht brauchen wir den demnächst mal gegen Roboter kämpfen. Kronkorkenmine, zwei Stück. Nee, die sind zu stark da. Hilfe, was kriegst du denn? Das ist ein Schlösser, ne? Kriegst du. Da, weg damit. Buff-out, kann ich dir auch ein bisschen was geben. So, kriegen wir eh wieder viel zu viel. So, Jet. So, und jetzt guck mal, was du vielleicht uns geben kannst. Was hast du denn alles? Du hast einen Raketenwerfer, einen ansehnlichen. Aber habe ich selber. Ich muss mich jetzt nicht unbedingt noch voller machen. Kampfrüstung. Ach, ist alles nix. Nix hast du. Stimpaks können wir dir abkaufen. Oh, das reicht auch nicht. Shit. Naja, gut, dann nehmen wir die 44er. Los, 600 Kronkorken. Ist okay. Danke. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sonst noch etwas brauchen. Was kannst du überhaupt kein Problem. Ja, gut, dann lass mal sehen. Was kannst du denn alles? Der Filtrierhelm, perfekt. Drei Kronkorken. Kann man sich gerade noch leisten. Die Magnum, die abgesägte, die hätte ich eigentlich verkaufen sollen. Naja, gut. Reparieren wir sie, fertig. Und tschüss. Falls Sie mehr Munition brauchen, wissen Sie ja Bescheid. Jupp, weiß ich tatsächlich. So. Jetzt mache ich einen kurzen Abstecher nach Hause, um unter anderem... nicht warten. Ich habe schon wieder völlig verlernt, die Steuerung. Weil ich was abgeben muss. Und zwar... Ten Penny Tower. Ich möchte unseren sämtlichen Shit wie Vorkriegsbücher, die sowieso nichts bringen, im Moment, aber nur Platz rauben, möchte ich mal loswerden, damit wir auf jeden Fall minimales Gewicht haben. Gut, minimal ist jetzt untertrieben, aber ja. Ja gut, wir können auch noch ein paar Waffen da lassen. Aber mit dir kann ich auch noch handeln, ne? Du bist der... Hallo. Chief Gustavo. Ich hoffe, das ist wichtig. Ja, ist es. Ich möchte eine Waffenvorrat. Ich denke, wir können ein paar... Ja, hier ist das Sortiment. Sehr gut. Dann lass mal sehen, was du alles hast. Das ist aber wenige Kronkorken. Waffen, Laserpistole, Jagdflinte, Lasergewehr. Haben wir selber eins. Das können wir reparieren. Perfekt. Ansonsten hast du nichts sonderlich Tolles. Na gut, den Flammenwerfer können wir noch mitnehmen. So.
Sind wir mal nett. Metallrüstung. Können wir unsere reparieren? Okay. Und die Stimpaks. So. Mit dir überlasse ich dafür 32er Schuss. Kannst du alle haben. So. Weg damit. Und jetzt überlasse ich dir noch mehr. Weil ich möchte keinen Verlust machen. Ich möchte ja Gewinn machen an Kronkorken. Ja, so ist das mit dem Handeln. Oh, das ist ein Top-Zustand. Nice. Du kriegst das Sturmgewehr los. Ich habe das chinesische Sturmgewehr, das muss reichen. Und die abgesägte. Was haben wir an? Ja gut, reparieren wir. Coca-Cola haben wir 19 Stück. Staff Boy. Oh, wir haben jetzt schön viele Stimpaks, das ist gut. Sonstiges, du kriegst von mir Vorkriegsgeld. Da. Okay, das passt. Ein weiterer zufriedener Kunde. Ich hab sie immer noch auf dem Kika. Ich dich auch, wenn du mich weiter so beleidigst. So, hoch geht's. Ah ja, genau, die Seitenwaffe können wir ablegen. Ach komm, wir können nicht reparieren, das ist doch zum Kotzen. Jawohl, so. Flammenwerfer, reparieren. So, chinesisches Bladings da. Haben wir schon probiert. Wird nichts. Die können wir rausschmeißen. So. Hier links haben wir die Schusswaffen, ne? Genau. Dann legen wir die doch so da rein. Zack. Fertig. Und dann legen wir noch ein bisschen was in den Tresor. Also. Oh, da haben wir sogar noch chinesische Offizierschwerter. Super. Die 44er legen wir da rein. Die chinesischen Offizierschwerter legen wir da rein. Flammenwerfer. Naja, gut, die nehmen wir mit. Legen wir mal das gute Lasergewehr mit rein. Dann schmeißen wir das andere weg. Ja, dann nehmen wir mal mit. Vorkriegsbücher nehmen wir alle mit rein. Wir haben jetzt Würfel-Stealth-Boys 4. Dann nehmen wir auch mal 2 Stück mit rein. Und weil es ja nie Würfel-Stealth-Boys haben wir. Hilfe. Stealth-Boys 3 Stück insgesamt. Okay, sehr gut. Passt soweit. Dann tue ich die nicht immer aus Versehen nutzen. Und wiegen die was? Ne, die wiegen gar nichts. Haarklammer 17 Stück, Gleisnägel 430, Flammenwerfer. Waffen. 10 mm, Weg nochmal weg. Raketenwerfer. Na gut, können wir noch vielleicht nochmal. Den Menschenöffner, so, okay. Beenden. Wie viel Gewicht haben wir denn jetzt? Wir haben 185 von 290, das ist okay. Dann legen wir uns mal getrost hin und holen uns vom Guten Morgen. Godfrey einen Witz. Was darf es denn sein? Ein Witz, bitte. Zwei Kannibalen essen einen Clown. Der eine nimmt einen Bissen und fragt, schmeckt der nicht komisch? Noch ein. Meine Humorschaltkreise müssen aufgeladen werden. Ach, komm. Falls Sie mehr wissen möchten, dürfen Sie gerne fragen. Und außerdem, als ob du Humorschaltkreise hättest. Haben wir eine neue Wackelpuppe? Nein. Hallo? Willst du mich verarschen? Hau da bloß ab. Und tschüss. So. Das sollte ich mal machen, dass ich die... Weil das ist nicht so Ruckler gibt, wenn der von 60 auf 30 runterdroppt. Ja, ich kann hier leider nur mit 30 aufnehmen. Es ist mir ein Rätsel. Also, ja, irgendwie mein PC spinnt manchmal recht, was die FPS angeht. Und ich kriege im Fallout nicht mehr als 60. Was scheiße ist, weil eigentlich sollte er mehr kriegen. Ja, wo wollten wir jetzt als nächstes hin? Der Raub der Unabhängigkeit. Button Gwinnett. Stimmt, die Tinte bringen. Genau das wollten wir machen. Weltkarte. So. Wir gehen jetzt sofort zum Nationalarchiv. 7 Minuten haben wir ja noch.
die Folge. Hüpf. Mach auf. So, dann gehen wir hinein. Ich glaube, hier lang war das, ne? Ich glaube, das war so verwinkelt und dann musste man irgendwo ein Terminal hacken oder so. Ich glaube, ich gehe schon wieder völlig falsch. Oder? Sagt mir, dass ich richtig bin. Ja, hier bin ich richtig. So. Also ich muss ja sagen, ich habe ja schon viele Mutationen erlebt, aber dass einem hier ein Hammer rauswächst, das habe ich noch nicht erlebt. Oh, 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 Notenheft. Ich glaube, ich weiß, wie man das verkaufen können. Habe ich beim ersten Mal durchlaufen hier gar nicht gesehen. Einer ganz besonderen alten Dame, die sehr auf Musik steht. So, wir müssen nach unten. So. Und dann wieder nach oben. Und ich habe eigentlich keine Ahnung, wohin. Okay, ist da hinten nicht eine Tür? Doch, da hinten. So. So, ja. Button gewinnt. Ah ja, genau, wir können jetzt auch diese Tür da hacken, ne? Genau. Na komm, geh auf. Geh auf, du Hund. So vielleicht? Fast, 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 fast. Na komm. Schlecht. Nein, nein, nicht abbrechen. Nicht abbrechen. Fuck! Da gehen sie hin und dahin unsere Haarklammern. Noch so ein bisschen? Nein? Okay, dann ein bisschen hoch. Heilige Maria, Mutter Gottes. Ich muss mal kurz speichern. Dass wir gegebenenfalls laden können. War aber nicht nötig. Stealth Boy. Oh, Deckung, schön. Metallrüstung, nehme ich. Mini-Atombombe. Hier noch irgendwas? Nö. Ernsthaft? Warum habe ich mich vorher nicht umgeschaut, ne? Hätte ich gemerkt, dass sich das nicht gelohnt hat. So. Naja gut, Deckung können wir wenigstens einsetzen. Haben ein bisschen bessere Skillung. Hilfe. Deckung. So, Sprengstoff um 2 erhöht. Geht doch. So. Was sagst du jetzt, Button Gwinnett? Nachdem ich die ganze Roboterarmee vernichtet habe. Sagst du nichts mehr, oder? So. Der Gatzi, du stehst immer noch im Weg. Du auch. Also. Ich glaube, da ist er, ne? Hallöchen. Grundgütiger Himmel, Sie haben es geschafft. Ja. Geschwind, reichen Sie mir die Tinte und ich werde eine Kopie der Unabhängigkeitserklärung anfertigen. Hier bitte, eine perfekte Kopie. Da wird sich der alte George aber freuen. Wie lauten die nächsten Befehle des Kongresses? Ach, ich darf jetzt auch eine Befehle geben. Ach, sehr gut. Bewahre die Erklärung sicher auf. Niemand darf sie dir wegnehmen. Wach, was du willst. Ich mache eine Fliege, spreng dich selbst in die Luft. Gut, ich muss ja sagen, ich würde gerne wissen, was hier hinter diesen Türen da ist. Ich schätze aber, wenn ich den jetzt einfach umgehe, dann werden diese Dinger da losschießen und mit mir wird es zu Ende gehen. Dementsprechend, mach, was du willst, ich mach die Fliege. Sehr wohl. Ich bin sicher, Sie müssen eiligst in Ihr Hauptquartier zurückkehren. Nee, muss ich nicht. Es war mir eine Ehre, Sie kennenzulernen. Wie ich sehe, sind Sie ein echter Patriot unter den Menschen. Gehen Sie. Meine Männer werden Sie hinfort unbehelligt lassen. Gehaben Sie sich wohl. Nein, Igitt. Gutes Karma.
Aber lustig, wie er salutiert hat. Warte mal. F5. Okay. Und jetzt mal gucken, ob mich die Männer wirklich unbehelligt lassen. Hallo. Seine Perücke ist lustig. Buttons Vorratspult. Danke, gibt nicht mal böses Karma. Ja, nice. Nice. Ah, erfordert Schlüssel, okay. Servicebereichstür, sehr schwer. Okay, wir F5 nochmal. Und dann gucken wir mal, was da drin ist. Oh Gott, ich habe so wenig Haarklammer. Komm jetzt, bitte. Nein! Ah, diesen genauen Winkel zu treffen, das schaffe ich immer nicht auf Anhieb. Ja! Geil, okay. Wo geht's hier lang? Aktivieren. BG Win 009. Das wird wahrscheinlich für Button Gwinnet stehen. Aktivieren. Je. Jahan 003. John Hancock. Okay. Aktivieren. Jeddah Mu 2. John Adams. Okay. Aktivieren. Erud Il 003. Edward Rutledge. Aktivieren. T. Jeff 002. Thomas Jefferson. Und aktivieren. J. Will 002. John Wilson. Und das hier ist ein... Aktivieren. Back 001. Backup Protectron. Also, ich setze mich mal dahin. Und jetzt gucken wir mal, was da drin ist. Aber erst in der nächsten Folge, weil... Diese Folge ist um und ich muss jetzt einfach einen Cliffhanger einbauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.